Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen, Rudi Zerne sicher auch. Unbedingt gutes neues Jahr und guten Abend. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von diesem 1. Januar. Deutschland startet ins neue Jahr ohne größere Ausschreitungen. Dennoch gibt es Angriffe auf Einsatzkräfte und Festnahmen. Schweres Erdbeben in Japan. Tausende Haushalte sind ohne Strom. Eine Tsunami-Warnung haben die Behörden inzwischen herabgestuft. Und Gesamtführung verteidigt. Andreas Wellinger wird Dritter beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen. Die Silvesternacht in Deutschland blieb friedlicher als befürchtet. Der Trend zu immer mehr Gewalt habe erstmals gebrochen werden können, heißt es von der Gewerkschaft der Polizei. Allerdings gab es mehrere tödliche Unfälle mit Silvesterkrachern und wieder wurden Einsatzkräfte mit Böllern beschossen. Aus der Hauptstadt berichtet Stefanie Gargosch. Böllerverbotszonen, Kontrollen, Tausende von Polizisten im Einsatz in Berlin vor allem, aber auch bundesweit. Die Bilanz bisher, so chaotisch wie letztes Jahr, wurde es nicht. Der Ausnahmezustand blieb aus. Viele Bilder aber weiter beunruhigend. Allein in der Hauptstadt wurden 54 Polizisten verletzt. Stand jetzt. Ich verurteile das aufs Schärfste, was dort wieder passiert ist. Insgesamt war es aber ruhiger als letztes Jahr. Das heißt, man sieht, dass es geholfen hat, einen immensen Personalaufwand zu betreiben. Und ich erwarte jetzt aber auch, und das ist mein Appell auch an die Justiz, dass die Taten, die passiert sind, auch sehr stark verfolgt und auch konsequent geahndet werden. In Berlin mehr Strafverfahren, mindestens 720, weil die Polizei schneller und härter durchgriff. Dennoch brannten wieder Autos, beschossen sich vor allem junge Männer gerade am Alexanderplatz. Positiv, Rettungskräfte, Feuerwehr konnten wohl erfolgreich von der Polizei geschützt werden. Was neu war in diesem Jahr, war, dass wir nicht mehr so schwere Angriffe hatten. Es waren vornehmlich Böllerwürfe oder Beschüsse auf fahrende Fahrzeuge, sodass zum Glück in diesem Jahr keine einzige Rettungskraft nach jetzigem Stand verletzt wurde. Die Mehrheit der Deutschen feierte friedlich, ob hier oder anderswo, mit Familie, Freunden und auch manchmal allein. Feier habe ich auf der Couch, zu Hause. Ganz ruhig, nur wir zwei. Ganz klassisch mit der Familie, anstoßen um 12 und relativ zeitig ins Bett. Über Stunden leuchtete der Himmel über der Hauptstadt mit einer riesigen Party vor dem Brandenburger Tor und jeder Menge guter Wünsche für das Jahr 2024. Im Zusammenhang mit den Terrorwarnungen für den Kölner Dom hat die Polizei in Bochum am Silvesterabend einen weiteren Mann festgesetzt. Damit sind jetzt 5 Verdächtige in Gewahrsam. Am Dom bleiben die Sicherheitsmaßnahmen erstmal bestehen. Seit Weihnachten sind dort Beamte im Einsatz. Die Behörden prüfen Hinweise auf ein islamistisches Netzwerk, das einen Anschlag geplant haben soll. Zur Hochwasserlage in Deutschland. Da hat der nachlassende Regen vielerorts die Situation etwas entspannt. In Teilen Niedersachsens gelten allerdings weiterhin Hochwasserwarnungen, auch weil neuer Dauerregen droht. In Oldenburg soll jetzt eine mobile Deichanlage die Stadt vor den Wassermassen schützen. Bundesinnenministerin Faeser machte sich am Nachmittag ein Bild von der Lage. Etwa 600 Menschen, die vor dem neuen Deich wohnen, müssen möglicherweise evakuiert werden. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung der FDP ist da. Eine knappe Mehrheit will in der Ampelkoalition bleiben. 52% stimmten dafür, die Regierungsarbeit mit SPD und Grünen fortzusetzen. An der Befragung beteiligte sich gut ein Drittel der rund 72.000 Parteimitglieder. FDP-Generalsekretär Cirsarei sagte, die Mitglieder wünschten sich eine klare, liberale Handschrift in der Regierungspolitik. In Japan hat das neue Jahr mit einem schweren Erdbeben begonnen, in der Stärke 7,6. Das Epizentrum lag in geringer Tiefe in der Region Noto in der Präfektur Ishikawa. Die nationale Wetterbehörde hatte eine Tsunami-Warnung für die Küstenregion ausgegeben. Das Beben zerstörte Häuser und Stromleitungen. Mindestens 2 Menschen starben. Über den aktuellen Stand Elisabeth Schmidt. Es ist dieser Moment, als kurz nach 16 Uhr die Erde bebt, als Gebäude einstürzen, Straßen aufreißen und Menschen sich versuchen, in Sicherheit zu bringen.
Dieser Moment, der mit großer Wucht in Japan traumatische Erinnerungen wachrüttelt. An das Beben, Tsunami und die Atomkatastrophe von Fukushima 2011. Nach dem Beben heute trafen die ersten Tsunamiwellen schon nach 2-3 Minuten auf Land. Die Behörden warnen zunächst vor 5 Meter hohen Wellen. Sie fallen deutlich kleiner aus, obwohl die Erde an diesem Neujahrstag mehr als 20 Mal bebt. Alles wackelt, Einrichtungen, Ziegel fallen herunter, treffen Menschen. Nach Fukushima gab es viel Kritik an Behörden und Medien. Zu wenig sei damals gewarnt worden. Diesmal ist der Appell im Fernsehen eindringlich. Evakuieren Sie sofort. Evacuate immediately to save your lives. Evacuate immediately. Etwa 97.000 Menschen in 9 Präfekturen sind aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Seien Sie äußerst vorsichtig. Diese Woche kann es weitere Beben der Stärke 7 geben. Seien Sie in den nächsten Tagen besonders wachsam. Japan hat viel investiert in Erdbebenschutz und Frühwarnsysteme. Und doch ist die Lage unübersichtlich. Einige Regionen sind nach wie vor schwer zugänglich für die Rettungskräfte. Für viele Menschen in Japan hat das neue Jahr mit einem großen Schrecken begonnen. In Israel hat das oberste Gericht ein wichtiges Element der umstrittenen Justizreform gekippt. Die Richter erklärten eine Gesetzesänderung für nichtig, die im Sommer verabschiedet worden war. Das geänderte Gesetz hatte dem Gericht die Möglichkeit genommen, Entscheidungen der Regierung im Zweifel zu stoppen. Gegen die von der rechtsnationalen Regierung vorangetriebene Justizreform hatten monatelang Hunderttausende Menschen protestiert. Israels Armee stellt sich auf einen längeren Krieg im Gazastreifen ein. Einige Reservisten dürften deshalb jetzt eine Kampfpause einlegen, teilte ein Militärsprecher mit. In der Silvesternacht feuerte die Hamas erneut zahlreiche Raketen auf Israel ab, unter anderem auf Tel Aviv. Auch das israelische Militär setzte seine Angriffe fort. Dabei soll ein Hamas-Kommandeur getötet worden sein. Und auch der Krieg in der Ukraine dauert an. Russland hat seinen Nachbarn in der Silvesternacht wieder heftig bombardiert und auch heute die Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew fortgesetzt. In Odessa wurden beim Angriff auf ein Wohngebiet 1 Mensch getötet und mehrere verletzt. In seiner Neujahrsbotschaft dankte Präsident Selenskyj seinen Landsleuten für ihren Durchhaltewillen und versprach neue Waffen für die ukrainische Armee. Es gehört zu den festen Regeln der EU. Alle 6 Monate übernimmt ein Mitgliedsland den Ratsvorsitz. Bis Mitternacht war das Spanien, jetzt ist Belgien dran und muss vermitteln, zum Beispiel im Streit über die Ukraine-Hilfen. Außerdem ist im Juni Europawahl. Gunnar Krüger hat mehr. Eine Lasershow in Brüssel Silvesternacht. Belgien übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Das heißt, das Land empfängt die Minister und setzt die Agenda. Doch die Präsidentin des Europaparlaments mahnte schon, im Juni ist Europawahl und was bis dahin nicht beschlossen ist, verfällt. Es müssen noch insgesamt 150 Gesetze fertig werden, also kein Druck. Belgiens Premier De Croo muss lachen. Jetzt werden wir nervös. Nein, wir freuen uns darauf. Belgien hat die Ratspräsidentschaft zum 13. Mal inne. Wir sollten also wissen, was wir tun. Zu tun bleibt was. Aus dem Asylpakt vom Dezember soll spürbare Politik werden, auch als Wahlkampfargument gegen Konkurrenz von ganz rechts. Steigende Anteile von Rechtsradikalen, von politischen Kräften, die die Zusammenarbeit in Europa und auch im Europäischen Parlament im Grundsatz in Frage stellen und diese Zusammenarbeit nicht wollen, sind eine schwere Belastung für die Zukunft, für die nächsten 5 Jahre, für die Zukunft Europas. Europas Gegenwart belastet Viktor Orban. Sondergipfel am 1. Februar und der Ungar blockiert noch immer Finanzhilfen für die Ukraine. Das können die europäischen Staaten rein theoretisch auch mit 26, also ohne Orban. Aber langfristig muss das Problem einfach gelöst werden. Wir können uns nicht weiterhin von Viktor Orban erpressen lassen. Vielleicht hilft ja Belgiens Erfahrung mit Ratspräsidentschaften. Erst recht beim Blick auf den Nachfolger, denn der heißt Ungarn. Papst Franziskus hat in der Neujahrsmesse im Petersdom die Bedeutung von Frauen für die Kirche und für die Welt betont.
Aufgabe aller Gesellschaften sei es, jede Frau zu respektieren, zu schützen und zur Geltung kommen zu lassen. Die Welt habe es nötig, auf die Mütter und Frauen zu schauen, um Frieden zu finden und um aus den Spiralen der Gewalt und des Hasses auszubrechen, sagte Franziskus am heutigen katholischen Weltfriedenstag. Frieden ist mit Sicherheit einer der größten Wünsche fürs neue Jahr, das rund um die Welt mit großer Freude und Feuerwerken begrüßt wurde. Volker Dutschek hat die schönsten Bilder der Silvesternacht. Küssen hat noch nie geschadet, vor allem beim Start in ein neues Jahr. Am Times Square in New York stellten sich Hunderttausende dem Konfettiregen. Bei Temperaturen um 0 Grad schallte der Evergreen New York, New York durch die Häuserschluchten. Mit nassen Füßen ins neue Jahr. In Brasilien ist das nicht unangenehm. In Rio de Janeiro wie immer viele Touristen, beeindruckt von Feuerwerk und Lebensfreude an der Copacabana. Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Die Energie der Menschen, unglaublich. Auch am Triumphbogen in Paris bunte Laser und Böller. Ein bisschen Ablenkung in weltweit unruhigen Zeiten. Auch in Athen zu Füßen der Akropolis. Hunderttausende auf den Straßen in Rom. In London, nahe dem Riesenrad, zählten die Schaulustigen bei den Glockenschlägen von Big Ben laut mit. Vor 100 Jahren hatte die BBC zum ersten Mal live das Geläut zum Jahreswechsel übertragen. In Scheveningen in den Niederlanden begrüßten wieder 10.000 Badegäste das neue Jahr mit einem Sprung in die Nordsee. Nach ein paar Gläsern Wein wurde ich gestern gefragt, ob ich mitkommen will. Ich habe ja gesagt, jetzt muss ich wohl. Eine Aktion, bei der man schnell Mut mit Leichtsinn verwechseln kann. Die Nordsee hatte mittags nämlich nur 7 Grad, aber Spaß hat es offensichtlich gemacht. Ja, und wach macht es auch. Große Begeisterung löst weiterhin Andreas Wellinger aus, ne? Genau, der Traum vom Tourneesieg lebt bei ihm jedenfalls. Andreas Wellinger hat beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen Platz 3 belegt und seine Führung in der Gesamtwertung verteidigt. Damit, so der 28-Jährige aus Ruhpolding, fahre er mit einem sehr guten Gefühl zum dritten Springen nach Innsbruck. Auch wenn es nicht ganz zum Sieg gereicht hat, Andreas Wellingers Platz 3 beschert ihm und den 21.000 im Stadion zum neuen Jahr beste Laune. Zwei erneut weite Sprünge auf 138 und 137,5 Meter, vor allem mit guter, sicherer Landung, ermöglichen den Podestplatz und den weiteren Traum vom Gesamtsieg. Es war ein sehr, sehr guter Start ins neue Jahr. Ich freue mich auf Innsbruck und Behofen. Ich hoffe, dass wir faire Wettkämpfe haben, dass dann wirklich der beste Skispringer gewinnt. Und von dem her würde ich sagen, Ausgangsposition ist sehr gut. Weitermachen. Den Tagessieg sichert sich der Slowene Ance Lanižek vor Wellingers ärgstem Konkurrenten um die Gesamtführung, dem Japaner Ryoyo Kobayashi. Dieser liegt nur 1,8 Punkte, also circa einen Meter hinter Wellinger. Morgen geht es in Innsbruck weiter mit der Qualifikation. Und auch die Frauen sind gesprungen. Eva Pinkelnick hat am Neujahrstag das zweite Springen der sogenannten Two Nights Tour in Oberstdorf gewonnen. Die Österreicherin setzte sich vor Abigail Strait aus Kanada und ihrer Landsfrau Jacqueline Seifriedsberger durch. Garmisch-Siegerin Nika Prejutz entschied die Gesamtwertung für sich. Beste Deutsche Agnes Reisch auf Platz 11. Und Skilangläuferin Viktoria Karl hat bei der Tour de Ski erneut eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Beim Verfolgungsrennen über 20 Kilometer in Toblach wurde die Olympiasiegerin Zweite und verteidigte ihren Podestplatz in der Gesamtwertung. Bei den Männern hatte Friedrich Moch Platz 6 belegt. Es siegte der Norweger Harald Amundsen-Östberg. Und das deutsche Tennisduo Angelique Kerber und Alexander Zverev muss beim United Cup in Australien um den Viertelfinaleinzug bangen. Nach Zverevs Sieg und Kerbers Niederlage in den Einzeln unterlagen sie im entscheidenden Doppel gegen Frankreich mit 6:7, 6:2 und 10:12. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am Mittwoch, wenn Frankreich auf Italien trifft. Das war's von mir. Dankeschön. Gerne. Vorsicht beim Wetter. Da wird vor ergiebigem Dauerregen in den Mittelgebirgen gewarnt. Und zwar von heute Nacht bis Donnerstag. Auch im Rest des Landes bringen viele Wolken morgen kräftigen und lang anhaltenden Regen. Bei 4 bis 13 Grad wird es sehr windig mit stürmischen Böen.
Wir sagen Tschüss und wünschen Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr. Um 11:15 gibt es hier wieder Nachrichten. Und jetzt können Sie mit einer Terra X-Doku in die Welt der Elefanten an den Victoria Falls eintauchen. Bis morgen, wenn Sie mögen.